Diese hauchdünne Metallfolie ist in Wirklichkeit Nickel-Titan. Das Walzen und Strecken von Nickel-Titan, bis es wenige Mikrometer dünn ist, wird durch Takumi erreicht. Diese besondere technische Kunstfertigkeit, auf die Japan vor der Welt stolz sein kann. Und bei Rikasai durchgeführt. Die Kaltwalzmaschine ist dabei gar nicht so neu. Aber ein Team von 2 Personen arbeitet in perfekter Harmonie daran, die Folie immer dünner zu machen, indem es immer wieder die Folie vom Einführenden zum Annehmenden und zurück durch die Walzen der Walzmaschine führt. Wir führen Sie ein in eine Welt der Ästhetik und ultimativen Dünne, die nur durch Takumi erschaffen werden kann. Die Titan-Nickel-Legierung ist unter dem Handelsnamen Nitinol bekannt. Ihre wesentlichen Eigenschaften sind vor allem ihr Formgedächtnis und ihre Superelastizität. Formgedächtnis bedeutet, dass es sich um eine Legierung handelt, die, wenn sie unterhalb einer bestimmten Temperatur verformt wird, die Eigenschaft hat, bei Erwärmung über diese Temperatur in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Diese Eigenschaft wird Formgedächtniseffekt genannt. Andererseits bedeutet die Superelastizität bei dieser speziellen Legierung, dass es auch nach Verformung durch Verbiegung mit großer Kraft wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt, wenn die Verformungskraft aufgehoben wird. Zu den Formgedächtnisanwendungen gehören Aktuatoren, medizinische Klemmvorrichtungen, Wasserhähne, Kleidungen und so weiter. Zu den Superelastizitätsanwendungen gehören Brillengestelle und medizinische Geräte etc. Titan-Nickel ist im Augenblick in der医療界で使われております。まあ、それが開発される時に、私どもが一から開発したというところがあります。インゴットをシートにして、シートを箔にして、それをエッチング加工して、で、その頃はまだ板しか作れなかったんで、エッチング加工した網目模様のチタンニッケルのシートを丸めて、 白金線で縛って、で、それで、お客さんに渡してたという、すごく手作りの昔々、まあ、手作りのものを、出荷させていただいてました。で、まあ、そこら辺は、まあ、試作という形で、開発は終わってしまったんですけど、まあ、その後で、企業の方は皆さん、量産に向けての、スタートを切ったと思います。 で、私どもで持っている技術っていうのが、ただ薄くするだけというところで、まあ、薄くできるんだからというところで、開発も進めておりましたんで、薄いものができた。で、それを売りました。でも、そこら辺のノウハウがあまりよく分かってないので、東京工業大学の細田先生に 指導をいただきまして、一から勉強し直して、今も勉強中なんですけれども、まあ、それによって今、形状記憶合金なんですけれども、20ミクロンのものができるようになりまして、まあ、現在も少しずつ販売させていただいております。5ミクロンも作れたんですけれども、まだ誰も買ってくれるとこなくて、探しております。